Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Es gab ein Patch, ein Update, ungefähr 500 MB groß. Ich möchte über die Patch Notes reden, was in diesem Update alles passiert ist. Es sind drei interessante Sachen, nicht mehr, nicht weniger. Es wird auf jeden Fall in Zukunft noch ein Patch kommen, wenn nicht sogar noch ein paar mehr. Die Hauptgeschichte, die auf jeden Fall gefixt wurde oder ein Stück weit gefixt wurde, sind die FPS-Drops auf den Konsolen, die seit Start von Season 12 sich wie ein roter Faden durch Apex Legends ziehen. Und es wird geschrieben, es wird wohl noch mehr Updates dafür geben. Heißt im Klartext, dass es wahrscheinlich mit diesem Update noch nicht ganz gefixt ist, aber sie arbeiten dran. Finde ich auf jeden Fall eine gute Geschichte. Aber ich muss sagen, vor zwei, drei Tagen, wo ich das letzte Mal gestreamt habe, ich habe überhaupt keine Probleme gehabt, nicht mal Packet Loss. Und das zieht sich bei mir schon seit Seasons wie ein roter Faden. Und das war vor ein paar Tagen extrem geil. Des Weiteren, das wird wahrscheinlich viele nicht interessieren oder nicht betreffen, der Prestige-Skin für Bloodhound hatte ein Problem. Man konnte den Damage auf 100.000 zwar farmen und hat dann die Endstufe mit dem Finisher bekommen, aber wenn du das immer nur so Schritt für Schritt machst, war die Gefahr sehr groß, dass wenn du deine Konsole oder deine Playstation, also PC, bla, ihr wisst, was ich meine, ausgemacht habt, dass dann vielleicht einen Tag später oder wenn ihr nur wieder angemacht habt am selben Tag, dass der Fortschritt wieder weg war. Und das ist eine ziemlich belastende Geschichte und 100.000 Damage macht man auch nicht mal ebenso nebenbei. Und das soll wohl jetzt gelöst worden sein und es gibt eine Lever Penalty für den Kontrollmodus und ich finde, es wird Zeit, dass das endlich kommt in jeglichen Situationen. Ich weiß, dass es eine Lever-Strafe schon ab und zu gab, wenn das Team komplett voll war, 9 versus 9. Wenn deinem eigenen Team noch alle 9 da waren und du geliefert bist, habe ich gehört von vielen, dass dann die Zeitstrafe trotzdem schon drin war. Kann ich nicht beurteilen, ich bin selbst in Kontrolle sonst nie geliefert. Aber, und das muss ich jetzt mal loswerden, was ich von dieser Strafe halte. Also ich finde es erstens gut, ich finde es aber viel zu kurz. Gerne an alle, die für so eine Lieferstrafe sind, findet ihr 2 Minuten zu kurz, zu lang? Ich finde es definitiv zu kurz. Ich denke, 5 Minuten wären okay, 10 Minuten zu wenig im Vergleich zu Ranked. Also das wäre übertrieben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, die hobbymäßig gerne aus einem Match liefen, wegen irgendwelchen Gründen, welche auch immer, ich finde es trotzdem nicht geil, die schrecken 2 Minuten nicht ab. Denn wenn eine Runde gerade mal frisch ist und jemand lief, dann hat er einen Grund gerade am Anfang. Warum auch immer, wie gesagt. Aber der quittet lieber am Anfang, nimmt 2 Minuten Zeitstrafe in Kauf, als sich 10, 15 Minuten so eine Kontrollrunde reinzuziehen, die für ihn wahrscheinlich schon längst verloren gilt. Wie gesagt, aus benannten Gründen oder eben unbenannten Gründen, warum auch immer man eben so ein Match verlässt. Ich denke, 2 Minuten sind deswegen zu wenig. Ich würde es auch, wenn ich das gerne mache, lieber die 2 Minuten in Kauf nehmen und tu mir dann nicht 10, 15 Minuten so eine lange Kontrollrunde an und warte dann lieber und starte dann die nächste Runde. Das ist jedenfalls meine ehrliche Meinung dazu. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Wir sehen uns beim nächsten Update und wer zeitnah jetzt zum Mittwoch dieses Video sieht, kann mich eventuell noch live auf Twitch erleben. Das war's jetzt von mir. Bleibt gesund, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.